Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich hatte ja mal angekündigt, ein Community-Projekt zu machen. Und dafür habe ich ein wunderschönes Häuschen gebaut mit Basketballplatz, Fußballpool, hier im Whirlpool, da oben Whirlpool, eine Treppe, eine Schaukel und 1, 2, 3 Schrottautos, ein paar Fitnessgeräte auf der Terrasse. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr könnt in dieses Haus als Sim einziehen und ihr könnt in diese Villa als Sim einziehen. Was müsst ihr denn dafür tun, um in dieses Haus einzuziehen? Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst ein nettes Kommentar schreiben und eine positive Bewertung dalassen. Und ihr müsst dieses Video teilen. Und ich werde mir dann halt mit dem, Comment Picker einen Kommentar oder ein paar Kommentare rauspicken. Werde ich dann auch als Video machen. Wie schon gesagt, Basketballplatz ist hier die Villa. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Haus einfach mal von innen. Wartet. Und ja, so. Ein Momentchen, ich habe gerade ein kleines Federchen gemacht. Ja, so. So, hier haben wir dann einmal den Bereich hier mit Billardtisch, eine schöne Wanduhr. Dann haben wir hier das Wohnzimmer. Hier ein Spiegel, wie schon gesagt, hier stehen 1, 2, 3 Autos. Und ja, gehen wir noch weiter. Hier ist das Badezimmer. Jetzt habe ich schon wieder einen kleinen Fehler gemacht, ohne Momento. Und hier bin ich nämlich ganz runter. Also hier ist das Badezimmer. Badezimmer, hier der Garten, der Pool, man hat von hier aus auch sogar wunderschöne Aussicht aufs Meer, dann eine DJ-Anlage für Party, hier kann man so essen draußen und dann halt die Küche. Und was ich gerade sehe, ich habe Türen vergessen. Egal. Wie schon gesagt, hier das Wohnzimmer halt. Hier ist eine Treppe. Die gehen wir dann einmal hoch. Hopp. Hier ist nochmal ein kleines Badezimmer, da der Basketballplatz. Hier ist dann halt so eine große Galerie. Da wollte ich eigentlich eine Lampe drüber hängen. Aber egal. So. Hier sind die Schlafzimmer, 3 Stück, da werde ich aber noch ein paar andere, diese Einzelbetten hinstellen, weil die großen nutzen ja nichts. In diesem Haus können maximal 8 Leute einziehen und ja, hier draußen sind halt die Terrasse, halt mit 2 Trainingsgeräten, da kommt natürlich noch mehr hin, also keine Angst. Da steht ein kleines Pokal auf alle Fälle. Deutsch gut. Ja, hier nochmal die Aussicht. Und man hat keine Nachbarn, die einstören, weil da die Zockerstadt ist. So. Huch. Hier ist dann auch noch einmal eine Treppe. Gehen wir da auch einmal nach oben. Ja, hier haben wir dann halt nochmal ein Whirlpool. Da die Schaukel, die Treppe und die Master Suite. Ja, okay, die Betten stehen auch nicht gerade so wie ich, aber egal. So wie ich es eigentlich vorhatte, egal.
Hier ist dann halt einmal die Master Suite. Und ja. Hier wird auch ein YouTube, also einer von euch dann schlafen. Und ja. Ja, auch nochmal. So. Ja. Und ja, haben wir hier einen anderen. Oh, falsche Taste. Ja, das ist dann hier halt einmal die Villa. Da könnt ihr jetzt einziehen als Sim. Ich werde euch natürlich erstellen. Und ja, ich würde sagen, das war's wieder. Wenn ihr unbedingt ins Haus einziehen wollt, dann schreibt doch gerne ein nettes Kommentar. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein und liken und das Video halt teilen, dass ihr in dieses Haus hier halt einzieht. Ich habe hier noch ein paar Fenster hingemacht vorhin und ja, hier das Auto kann man irgendwo hinschieben, außer da. Die Autos kann man halt reparieren und kann damit rumfahren. Ja. So, meine Lieben. Ihr wisst, was ihr machen müsst, um in dieses wunderschöne Haus einzuziehen. Das wird ein Community-Projekt. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen oder hören uns in einem nächsten Video. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Fitnessflo. Ciao.